SEK-Einsatz auf der Polizeiwache in Linz. Natürlich haben wir ein Video dabei. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Jetzt mache ich mal kurz Pause. Es hat jemand gedacht, er kann mit einer Machete in der Hand eine Polizeiwache besuchen. Natürlich ein nicht-deutscher Täter wieder. Wie soll das anders sein? Weiter steigende Zahlen nicht deutscher Tatverdächtiger. Es kommt hier wieder eins zum anderen, wie das immer sein musste. Er wollte nicht nur durch zu den Polizisten, der Machetenmann, er wollte die Polizisten sogar töten, hat er gesagt. Er wurde dann in der Eingangsschleuse eingesperrt. Und zwar, ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal auf einer Polizeiwache war. Ich war schon ganz oft auf einer Polizeiwache und ich habe noch nie eine Polizeiwache gesehen, wo man, wenn man durch die erste Tür reinkommt, einfach durchgehen kann zum Rest. Okay, es gibt in Berlin ein Bürgeramt in Lankwitz. Da ist eine Wache und ein Bürgeramt in einem. Da gibt es vielleicht keine Eingangsschleuse, das stimmt. Aber ansonsten hat eigentlich jede Polizeidienststelle eine Eingangsschleuse. Und eben in dieser Eingangsschleuse, da hat dann der wachhabende Polizist ganz einfach den Knopf gedrückt und dann war er eingesperrt. Sie haben ihn also in der Eingangsschleuse des Polizeipräsidiums in Linz am Rhein eingesperrt. Der Albaner, 29 Jahre alt, wollte ein Blutbad anrichten, hat er selbst gesagt. Er hat hier wüst um sich geschrien, die Leute beschimpft und er drohte damit, die Kolleginnen zu töten, auch durch die Panzerglasscheibe hindurch. Hier gibt es mal ein Foto, wie wüst das da drin aussieht. Und weil die Polizei dann auf ihrer eigenen Dienststelle so wenige Polizisten hat, dann ruft man hier das Sondereinsatzkommando. Ja, ihr habt richtig gehört, die Polizei muss das SEK rufen zur Polizei. Leute, das kann man sich nicht ausdenken. Am Anfang stand da, sie haben ihn getasert und dann kam das SEK. Da habe ich erst überlegt, wie? Sie tasern ihn und lassen ihn dann da getasert liegen und warten, bis das SEK kommt. Nee, nee, da ist gar keiner rein. Die haben einfach gewartet. Sie haben nichts gemacht. Denn Freund und Helfer haben den Albaner einfach in der Eingangsschleuse eingesperrt und 2 Stunden gewartet, bis das SEK gekommen ist. Da frage ich mich ja, wie, also wann habt ihr überhaupt das SEK erst alarmiert? Er ließ sich hier gar nicht beruhigen und das SEK hat ihn dann niedergetasert und natürlich da rausgezogen. Und weil das Ganze so schön ist, machen wir hier das Video von am Anfang. Wir schauen einfach mal rein. Es gibt natürlich ein Augenzeugenvideo. Also es sind Bilder für die Ewigkeit, wie ein Polizeieinsatzkommando die Eingangstür der Polizeidienststelle hier in Linz einfach einschlagen muss. Ja, da frage ich mich, habt ihr nichts Besseres? Also wenn der da an der Schleuse gefangen ist, traut sich da wirklich keiner, die Tür mal kurz aufzumachen, mal zu tasern, mal mit Einsatzspray? Nein, hier, wir sehen sie, das Sondereinsatzkommando zerstört diese Tür, um dann da reinzukommen. Und dann, ihr werdet gleich die berühmtesten Worte eines deutschen Polizisten hören, die, ich werde das, seit Mannheim werde ich diese Worte nicht mehr los. Sie rufen gleich wieder, Messer weg. Was soll man dazu sagen im besten Deutschland, das wir je hatten? Es gibt jetzt sogar eine extra Webseite dafür, www.messerinzidenz.de. Ist nicht von mir, aber ich finde das äußerst witzig. Ich frage mich ja, gibt es dann ab 50 pro
pro Tag für alle Einwohner, gibt es ab einer gewissen Inzidenz, ja, Maßnahmen unserer Regierung. Es ist, Leute, es ist völliger Wahnsinn. Also, dass die Polizei hier sich Unterstützung dazu zieht, okay, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ihr seid Polizisten. Ja, bei euch auf der Dienststelle kommt einer rein, der da randaliert und den habt ihr dann in eurer Eingangsschleuse festgehalten. Seid ihr dann in dieser Polizeidienststelle, das sind mehr wie zwei, drei Polizisten, auch nachts, das sind immer ein paar mehr, wirklich nicht in der Lage, euch so zu verteidigen, dass ihr diesen Typen dann festnehmen könnt? Und ihr beschützt dann mit diesen paar Beamten da, weiß nicht, wie viel Quadratkilometer Gebiet in Linz am Rhein. Es ist völliger Wahnsinn, Leute. Ich frage mich auch, wo das SEK hergekommen ist. Sie haben geschrieben, aus Koblenz kam das SEK. Meines Wissens nach gibt es in Koblenz kein SEK. Es gibt eins in Mainz, es gibt eins in Ludwigshafen-Ruchheim bei der Autobahnpolizei. Und dann gibt es wohl erst wieder eins auf nordrhein-westfälischer Seite, wenn wir schon in Koblenz sind. Ja, die aus Trier müssten auch zu weit weg sein, aber vielleicht hat sich das auch alles inzwischen geändert mit diesen Standorten. Ich wollte euch diese Bilder hier nicht vorenthalten. Es ist vor allem phänomenal, dass wir von allem Bilder haben, außer von Solingen. Von Solingen fehlt es bis heute an allem. Ihr habt gesehen, was gestern in München los war. Ja, das war am helllichten Tage. Aber überlegt nochmal, in Solingen, da waren mindestens 100 Menschen im Bereich dieser Bühne. Die hatten alle ein Telefon dabei. Wo sind die Videos, Leute? Wo sind die Videos? So langsam kommen da nicht nur ein paar Zweifel auf, so langsam fragt man sich wirklich, selbst wenn es diese Videos gibt, warum schafft es dann keins an die Öffentlichkeit, wenn es sonst immer der Fall ist, dass irgendwo eins an die Öffentlichkeit kommt? Das stimmt irgendwas nicht. Aber ich habe keine Idee, keine Vermutung. Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Aber in dem, was ich euch jeden Tag zeige, ihr habt schon gesehen hier auf meinem Kanal, wie oft man Bilder präsentieren kann. Inzwischen teilweise dann manche Sachen sogar aus mehreren Perspektiven, wie München zum Beispiel, zum selben Tatgeschehen. Das fehlt vollkommen bei Solingen. Ja. Das fehlte ja auch bei Anis Amri. Aber gut, das ist noch mal 8 Jahre zurück. Überlegt mal, was wir heute hier für Qualitätstelefone, also für Kameraqualitäten, ne? Wir können hier mit 4K aufnehmen aus der Hosentasche raus. Das ist, tja, heute eine andere Welt. Aber die Polizei in Rheinland-Pfalz, sie macht das, was sie am besten kann. Sie ruft Kollegen zur Unterstützung und wartet einfach ab. Ich will jetzt niemanden damit beleidigt haben in Linz am Rhein, aber das ist ein bisschen übertrieben, oder? Also ein Mann mit Machete. Täter nicht deutsch. Oh, ja, Klischee erfüllt, ne? Ja, scheiße, wenn das Klischee immer erfüllt ist. Kann ich nichts dafür. Wie saß Nancy Faeser gestern auf der Bundespressekonferenz? Sie hat das Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes zur organisierten Kriminalität vorgestellt. Und ich zeige euch einfach, was sie gesagt hat. Und ich will auch gleich am Anfang sehr klar sagen, wir haben eine weiter steigende Zahl nicht-deutscher Tatverdächtiger. Ja, das hat Nancy Faeser gesagt. Wird sie ihre Politik ändern? Ich würde sagen, nein. Aber ganz wichtig, wenn die Politik sich nicht ändert, dann musst du nicht deine Meinung ändern, sondern anfangen, die Politik zu ändern. Die Politiker, sie erzählen immer das Gegenteil. Sie müssen besser erklären, wir müssen besser verstehen, wir wären alle zu blöd und würden falsch wählen. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Abonniert unbedingt diesen Kanal für mehr solcher Videos. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Manchmal kriegt ihr keine Benachrichtigung von YouTube. Oh wei, oh wei. Dafür habe ich einen Telegram-Kanal, kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Dort gibt es auch unzensierte Bilder, die ich hier gar nicht senden darf. Aber manche Sachen werden auch so eingeschränkt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie gesagt, ciao, bis bald.